Im Übrigen wird jeder zweite Liter Milch in Norwegen bereits durch Roboter ermolken. Das heißt, dass die Euterqualität der norwegischen Rotvieh wirklich gut sein muss. Und da haben die Norweger halt in den letzten 10, 15 Jahren massiv auf und eigentlich sogar überholt. Das liegt zum Teil auch daran, dass sie einfach das umfangreichste Rotviehzuchtprogramm der ganzen Welt haben. In keinem anderen Land der Welt stehen mehr Rotviehkühe als in Norwegen.